Ich kann nicht behaupten, dass ich alles verstanden habe, was in den ehemaligen Werkshallen des Hübner Areals auf mich einströmte. Fast schon eine Reizüberflutung. Es gibt eine Menge Videos zu sehen von Flucht, Vertreibung und deren Folgen und andere Dokumentationen, deren Inhalte und Zusammenhänge mir zum Teil verschlossen blieben. Die vielen Filme. Naja, man muss sich darauf einlassen und Zeit haben. Ob ich Kunst erlebt habe, kann ich auch nicht sagen. Doch die Documenta 15 will ja auch nicht unbedingt Kunst zeigen. Viele Exponate haben mir einfach gefallen. Interessant war das Mali-Zeltlager und besonders schön waren die ausdrucksstarken Marionetten. Nach 2 Stunden, ohne alles gesehen zu haben, war die Aufnahmekapazität erstmal erschöpft. Beim zweiten Besuch gefiel uns noch das chinesische Restaurant und der riesengroße Dock Krümel im oberen Stockwerk. Die lange Filmwand der wartenden Filipinos war interessant. Noch immer gibt es viel zu entdecken, aber die Doc 15 ist ja zum Glück noch nicht vorbei.
anrufen. Zumindest für ein Kind. Die Augen sind hübsch. Lampen.